Ja, da sind wir wieder. Schon wieder zu einer neuen Mission. Und einer neuen Folge. Oder beides. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sterben wir gleich. Ich habe jetzt mal ein bisschen was durchgeguckt hier, was wir machen könnten. Wo wir hin wollen. Und ich würde gerne mal hier eine Mission machen, wo ich im Prinzip nicht so viel Einsatz habe wie hier jetzt. 1000 Vieh und. Vielleicht irgendwas mit einer Asteroidenkollision. Ich will einfach mal gucken, ob ich mit der Kiste, die ich gerade unterm Arsch habe, quasi der hier, ja, irgendwie was reißen kann. Im Sinne von ranfliegen, Kofferraum auf, ohne Salvagen als Salvaging im Sinne von Mining oder Hülle abziehen, sondern einfach ranzufliegen, Kisten rausführen mit dem Traktorstrahl und einfach wieder abzudampfen. Und dafür ist vielleicht eine Kiste gut, wie nicht wie die hier, ne? Gut, eine Aquila, ne? Die ist relativ groß. Da bist du ein bisschen beschäftigt. Aber hier so was Kleines, eine 325A Asteroidenkollision oder die 350R hier kritische Malfunktion. Oder gut, die ist jetzt 5000, würde ich jetzt nicht ausgeben, ne? Macht wenig Sinn. Mich interessieren am Ende nur die Kisten, die ich vielleicht raushören kann. Eine Tausender mit Kisten. Combat. 325A. 325A ist eine gute Frage, ob da Kisten drin sind. Ich kenne die 325A nicht, aber die werden wir wohl mal weglassen. Aber hier oben gibt es eine 350R Combat für 5000. Oh, das will viel. Da sind auf jeden Fall Kisten drin. Ob sich das dann natürlich rentiert. Da gucken wir mal ganz kurz. Origin 350A. Origin. Nicht 350A, 321A, oder? Haut das hin? Wie gesagt, ich kenne das Ding nicht. 325A. Origin 325A. Ich will einfach mal nur wissen, ob die Origin Jumpworks. Ah, das ist die im Prinzip eigentlich die gleiche, die wir gerade hatten. 300er Serie. Was mich interessiert, ist nicht die Bewaffnung, sondern Fahrzeugpart. Ich möchte wissen, ob. Ah, okay, das sind alles die gleichen. 300i, 315p, 350r. Okay, die Frage ist, hat die 325a auch eine Fachprüfer, also Schiffsbau und unterhalb Schiffsbau von außen, wenn der Rahmenbezug hängt. Naja, es könnte sein. Na gut, wir nehmen die mal an. Und dann hörst du eine L3. Mal gucken, vielleicht gibt es ja noch eine andere. 315p, das ist eine teure. Ja, wahrscheinlich ist die, die wir gerade hatten, schon weg. 325 war es, Riesenkollision, hörst du eine L3. Na dann. Dann Attacke raus mit dir hier. Dann machen wir mal Alt-N, mal gucken, ob es diesmal funktioniert. Oder an. Nochmal Alt und N. Dann eben nicht. Machen wir das so. Da müssen wir hin. Okay, super. Zum Glück voll.
Wir müssen mal irgendwo uns was suchen. So ein Stück wegkommen. Der wird gleich abbricht hier oben. Bin mal gespannt. Okay. Diesmal hat es geklappt. Diesmal bin ich rausgekommen. Also Sprung. Okay. Ich bin geblendet. Hinspringt. Nach Stanton oder nach... Boah, ich wollte ja. Springt nicht, was ist denn hier los? Ja, ist zumindest schon mal grob die Richtung. Probieren wir es jetzt mal. Da stimmt doch schon wieder irgendwas nicht. Springt den Punkt nicht richtig an. Boah, immer was Neues. Springen wir erstmal hier hin. Gucken.
ich bin mal gespannt, was der jetzt hier macht, ob der da überhaupt das. Jetzt mal gucken, ob er uns schon wieder abbricht. Ja, ist noch ein ganz schönes Stückel hier. Ein ganz schönes Stückel. Dauert und dauert und dauert, ne? Ist halt ein Stück. Aber das müsst ihr euch ja nicht angucken. Ihr könnt ja auch springen, wenn ihr es bis hierher geschafft habt. Einfach bis dahin, wo ich ankomme. Das macht mich schon wieder irre hier. Contracts Manager. Accepted. Antrag. Track. Irgendwas halt nicht hin. Stehe hier mitten im Raum und komme hier nicht weg. Alles auf die Schilder.
Systems offline. Oh ja, macht mich irre manchmal. Das gibt's doch nicht, Skyline. Okay, wo muss ich denn hin? Hör 3. Hör 3 ist hier. Dann lass mich erstmal nach. Tag. Guten Tag. Darf man stören? Na klar. Na, alles klar, dann lock ich mal ein. Und schon fertig mit der Lackiererei? Ja, ich habe ja nur den Primer gesprüht. Das muss dann noch mal drüber. Welche Farbe war es jetzt? Ja, die Farbe? Ich habe noch keine Farbe ausgewählt. Ich habe der Primer ist so halb. Braun, so mittelbraun. Ach so. Ja, aber ich habe im Moment hier gerade zu tun, der zeigt mir schon wieder die ganze Karte näher an. Ja, ach, du bist wieder live. Hm. Du bist wieder live. Live dabei, so. Hörsten zeigt er mir nicht an. Hörsten. Hm. So. Ah ne, hör 3, nicht Hörsten, hör 3. Wahrscheinlich sterbe ich hier, weil ich in der Nähe der Sonne bin. Wahrscheinlich hätte ich dort niemals hinspringen dürfen. Wo musst du hin? Nach Hörsten 3 war der Plan, da in die Richtung. Und wahrscheinlich bin ich hier. Weiß nicht, ob es da irgendwas gibt. Also durch geht normalerweise nicht. Ja, die Sonne zeigt es mir aber nicht an. Ich bin ja auch in der Nähe von der Sonne, vielleicht bin ich zu nah rangeflogen, er kam dann aus dem Warp raus. Und seitdem geht es ja nicht mehr weiter. Wahrscheinlich darf man nicht zu nah an die Sonne ranfliegen. Ja, der fliegt doch mal weg, nehmen wir einen anderen Kurs. Ja, mir zeigt es aber nichts an. Nicht. Mach mal alles aus, komplett aus. Habe ich auch schon gemacht. Einmal volles Programm. Kurs ist gelöscht. Kurs ist gelöscht, ich habe Anträge gemacht, alles raus. Was ist jetzt los? Alles weg, alles raus. So, jetzt machen wir schon nochmal Dreck. Mal gucken. Dass mir jetzt wenigstens die Mission wieder anzeigt. Ja. Der kalibriert auch, aber der springt nicht. Irgendwie? Hier ist doch eindeutig der Sofa abgeschmiert. Da hat er wieder 1000 Pfandflaschen irgendwo hingehauen. Also ich bin gerade hinterher gesprungen. Das
es läuft hier, naja. Wenn ich gerade auf Law will, bin ich ganz gut. Warte mal. Ich lade dich mal ins Team ein. Vielleicht kannst du mich anspringen. Friends. Jetzt mal kurz zu mir. Warte mal kurz. Ja? Da ist gerade irgendwas um mich rumgeflogen. Ich weiß nicht, was das war. Vielleicht hat mich auch einer und ich habe es nicht gesehen, hier aus dem Sprung rausgeholt. Ja, man sieht es aber dann. Ja, im Normalfall sieht man es. Mhm. Und eigentlich ist ja dann noch immer was los hier. Bin ich hier auch in der Bubble drinne. Na, jetzt zu dir komme ich auch nicht. Ja, wenn du mich. Nee, dann musst du in die Karte reinklicken. Und dann mich anklicken, dann geht das erst. Na, ich. Also, so richtig. Achso, okay. Ich sehe dich zumindest hier auf der großen Karte. Warte mal. Bitte nichts da. Doch, ihr maxt. Argel 1, ach, am Arsch der Welt. Ja, warte mal, ich guck mal, wo du bist hier. Argel 1. Argel 1. Argel 1. Argel 1. Oh, das geht sogar noch. Oh, das nehme ich an. Zumindest mal ganz kurz gesprungen. Ja, also. Ah, ist. Nix. Da. Also ich hätte auch eine Mission angenommen. Eine Salvager-Mission. Mhm. Du kannst dort gerne die Waffen da abschrauben. Ja, warte mal kurz. Ich will erst mal kurz. Ja, nur langsam. Ich wollte ja jetzt erst mal gucken, ob ich überhaupt zu meiner Mission komme. Dich kann ich auf jeden Fall anspringen. Bip. Hallo. Ich hab's mal geshared, ja. Weil ich wollte nur die Kisten rausholen. Das war das, was ich mal jetzt probieren wollte, ob sich das lohnt. Eigentlich ist genau dahinter auf demselben Kurs Hürsten 3 und das zeigt es mir auch auf der Karte nicht an. So, warte mal. Geh mal, lösch mal bitte alles. Alles, die ganze Route clearen. Hab ich gemacht. So, und jetzt suchst du mich mal auf dieser Karte, mich. Hauen, ranzoomen. Ne, dich hab ich doch schon. Zu dir kann ich springen, das hab ich da alles schon probiert. Ja, dann mach doch das mal. Spring doch ein bisschen zurück. Und dann brichst du ab. Und dann springst du. Hab ich gemacht. Ja, dann spring doch mal. Ich seh. Warte mal.
Wo bist denn du jetzt überhaupt? Naja, Hürsten und Hürsten 3 ist genau durch die Sonne durch. Müsste dann nach Hürsten L5 dann rüber. Irgendwie so, genau. Ja, genau. Warte mal, ich guck mal, ob ich so nach Hürsten L5. Aber du stehst ja immer noch in der Sonne da drin. Ja. Vielleicht. Aber ich konnte rausspringen. Ich guck mal, ob ich hier nach Hürsten L5 springen kann. Ich mach mal nach Hürsten L5 und dann gucke ich mal, ob ich rüber komme. Ja, ja, ja. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht, ob ich dann noch nach Hause komme mit meinem Sprit, aber. Wird naja. Schwierig. Naja, gucken wir mal. Was ist denn jetzt hier los? Solange man hier nichts verliert im Spiel. Ach so. Bin ich. Warte mal. Ist habe ich mich verfahren. Was? Bin ich jetzt rausgekommen? Ganz woanders. Ja. Würde ich mal behaupten. Wenn du so fragst. Ich habe die Haltestelle verpasst. Da 3. Naja, lass mit dem mal kurz fliegen, Herr. Ja. Ich glaube, du darfst deinen Antrieb gar nicht austauschen. Du fliegst ziemlich weit und lang immer. Du
Du meinst, weil ich sonst nicht wieder zurückkomme, oder was? Ich hab das falsche Schiff, Mann. Naja, zumindest mal eine gute Zeit hier. Mal zu gucken, was ich hier brauche. Ich habe nämlich meine Sonnenbrille runtergehauen. Und brauche neue Gläser. Nicht schlecht. Ich hatte die eigentlich schon bestellt, aber da hat mir dann derjenige, wo ich sie bestellt habe, der Shop dann geschrieben, dass er die nicht mehr auf Lager Mehr hat. hat. Und dann hat er geschrieben, ja, die und die sind noch verfügbar. Und sag ich, ich will aber keine polarisierten Gläser. Da hatte da bloß noch drei verschiedene Gläservarianten im Angebot. Und alle drei polarisiert. Und ich hasse polarisierte Brillengläser. Könnte ich die Krise kriegen? Und hier. Jetzt sind wir hier. Der Hangar 8. So. So, was will er denn von mir? Was will er denn? Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er denn jetzt hin? Ah ja. Okay, ja, kosten neue Gläser 69 Euro. Schaue ich mal vorbei. Oh, ich bin da. Wie es aussieht. Savage Claim. Na dann. Hoffe, du hast nicht so viel bezahlt für die Mission. Nee, 1000 nur. Okay. Auf jeden Fall ein paar Felder voll mit irgendwelchen Kram. Warte mal, mal sehen. Warte. Ja, das ist fürs Mining. Guck mal hier oben, da gibt es ein bisschen Wind. Siehst du das? Ja. Da fliegt irgendwie Zeug rum. Da kannst du da auch hinfliegen und scannen und schauen, was da drin ist. So, Quantanium wäre nicht schlecht. Gold ist auch nicht schlecht. Akritium. Ich will aber lieber das Schiff haben. Ja, wo ist es denn? Das ist eine gute Frage. Ja, Savage Claim. 167,7 Kilometer. Mitten im... mittendrin.
Ja. Das war, glaube ich, auch eine Mining-Mission. Das müsste ein Mining-Schiff sein. Ich habe gedacht, ich flieg mal hin. Ich guck mal, vielleicht kriege ich 8 Kisten raus. Und flieg mit den 8 Kisten einfach mal wieder zurück und guck mal, was da übrig bleibt. Vielleicht ist auch gar keine Kiste da. Ich hatte hier noch nie 8 Kisten, habe noch nie gefunden, als ob bei diesem Preis. Hey, Sonne! Na, alles klar bei dir! Sonne, Grüße! Da bestimmt keine Einladung für meinen Discord, war? Eigentlich schon! Oder? Also, ich bin auf jeden Fall mit ihm befreundet, aber ich glaube, ich hatte den schon mal. Ich hab ihn mal, glaube ich, angeladen oder hochgeholt oder wieso? Naja, ich hatte auch, glaube ich, eine Einladung geschickt vor ein paar Tagen. Aha. Naja, mal gucken. Wenn nicht, schicke ich schon mal rein. Alter! Wuhu! Einmal gegen Meteorit geklatscht. Aber sowas von. Uiuiuiuiui. Ich hoffe, du hast eine Reparaturkit jetzt dabei. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich komme wahrscheinlich eh nicht mehr lebend hier raus, wenn ich angucke, wie viel Quantum ich noch hab. Warte mal, wo bist denn du? Du kannst doch sicherlich dann auf Hual 3 rüberfliegen und dich reparieren. Irgendwas, ja. Ich muss ein bisschen langsamer hier durchfliegen. Also dieser Meteorit oder wie auch immer man das nennt hier, der kam ziemlich spät erst in mein Sichtfeld. Ja. Das ist wo ja schon wieder einer vorbeigeraucht. Ich muss aufpassen hier. So, ich mach mal da hoch jetzt. Ich guck mal, wie mein Schiff aussieht. Hier war das Y mit der Kamera, ne? Ne, Y. Mhm. Ja, doch, doch. Macht er aber nicht. Gedrückt halten. Ja, mach ich gerade, macht er aber nicht. Oder so schießt er hier rum. Naja. Rein hier erstmal. Ja, ich flieg mal erstmal hier hoch. Das sind nur 78 Kilometer, das ist schon noch ein Stück leer. Fliegen schon noch ganz schöne Trümmer vorbei, aber das sieht eigentlich ganz gut aus hier gerade. Jetzt geht's. Muss auf Autopilot stellen. So. Naja, vorne fehlt mir ein bisschen was an der Kusche. Hast du noch was dabei von vorhin Vormittag? Nein, das habe ich alles rausgetan. Schade. Aber ich habe noch den. Aber ich habe keine Patrone mit, keine Leere. Mhm. Naja, egal. Das Spiel soll ja auch Spaß machen. Ja. Zum Glück hat irgendwas geschrieben, Siggi, bin da drauf oder sowas. Ja. Bei Siggi oder was? Oder was soll das heißen? Sicher, bin drauf, meine glaube ich. Ach so. Glaube ich. Nee, jetzt, warte mal. Er ist gar nicht mehr da. Sicher hat er geschrieben. Warte mal, ich hab Kripper, Sonnenblume. Nee, der ist gar nicht da. Bist schon wieder raus? Sicher. Ah, hier? Was ist denn? Okay. Ja, da wird schon wieder auftauchen. Ja, es verstartet ja schon wieder neu. Ja, kann auch sein. Telekom-Router. Ach nee, ja, Vodafone-Router. Noch 6 Kilometer. Mitten durchs Asteroidenfeld.
Na, wenn da jetzt mal ein paar Kisten drin sind, hör, ne? Da will ich auch nicht. Ich weiß nicht, was für ein Schiff das ist. Was hast du denn ausgesucht? Kann ich ja sagen. Und zwar. Also, eine Origin 325A. Ah, die klar, gut. Die ist ja relativ klein. Ich musste vor uns erstmal gucken, wie die ausgebaut sind. Die sind ja alle gleich, die Schiffe 350, 325, 315, 300. Ah, okay. Na, alles klar. Der will sein Guthaben gleich wieder schröpfen in den ersten paar Tagen. Ja. Da hockt er auf der Couch, ja. Da hockst du auf der Couch. Oder auf dem Balkon vielleicht. Oder auf der Terrasse, ist auch nicht schlecht. Ja, da kennt man relativ wenig bei dem Sonnenschein, denke ich. Ermüdend, ja. 70 Kilometer durch ein Asteroidenfeld zu fliegen. Fliegt doch mal ein bisschen schneller. Ja, ja, bisschen mehr ein bisschen mehr Risiko. Ja, ich flieg mal 200 zu. Mal gucken. Bis mich der nächste Asteroid wegbolzt, ja. Ja, ich muss auch immer Kartoffeln schälen und Karotten schälen auf der Terrasse. Mal Zwiebel schneiden fürs Abendessen. Kriegst du schon wieder vormittags hier die Arbeit zugeteilt oder was, Bob? Na, ich bin meist für die Küche zuständig. Nicht. Dachte ich schon. Das habe ich mir schon gedacht. Schon ein bisschen langsam, echt. Also ich bin ja voll, ich fliege immer da volle Möhre dorthin. Aber nicht durch dieses scheiß Feld, hast du gesehen, was gerade passiert? Ja, das kommt mal vor. Fehlt mir hier schon ein Stück von meiner Nase. Oh, was ist los? Wenn du es nicht selber gepflanzt hast, ist es Unkraut. Aber auch Unkraut kann was Schönes sein. Ja. Ich glaube, wir kriegen 30.000 da. Ja. So ist es auch schaut. 30.000 da. Savage oder was? Ach so, du meinst, ja. 30.000 da, ja. Disconnect. Ja, ja. Aber das Mobilglas geht nicht mehr. Oder mehr.
haben denn die Leute? Ja. Ich habe erst bei S2. Wir sind 20.000 da. So, ich habe einen Savage-Climb, aber. Ah, doch, das geht's wieder. Ah. Oh, das war ein Riesen. Das war ein Riesenleck. Wo ist mein Schiff? Da gibt's kein Schiff. Ich sehe keins. Das ist doch alles Beschiss hier. Der hat mich doch belogen, der Typ. Der trägt nochmal. Hä? Der muss nochmal tracken. Nochmal tracken. Es ist von der. Oben rechts, ich seh's. Ja, ja, warte. Ja, guck, geh ich hin, ich bin schon dran, aber ich sehe ja nichts um mich rum. Ich bin schon an dem Punkt. Okay, ah. Ich sehe aber kein Schiff. Ich sehe dort eine Station, guck mal. Voilà. Ich sehe da unten eine Station. Versuch mal mit T irgendwas aufzuschalten, dass du vielleicht den anvisieren kannst, zufällig. Mit T? Ja. Oder scan mal, ja? Okay, keine schlechte Idee. Da ist doch sind noch zwei weiße Punkte irgendwo. Aber oben und einmal unten. Ich sehe unten nur die Station, warte mal. Aber es läuft auch gar nicht rund gerade, dieser Server. Kann auch gar nicht springen gerade. Da unten sehe ich ein Stück Station. Was ist los? Ja, er springt nicht. Nein, 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 nein. Friendly Target? Was ist denn jetzt schon wieder? Angegriffen? Ja. Aber ordentlich. Ah, du hast Mission nicht, du musst da raus. Die Mission ist irgendwie weg bei dir, glaube ich. Ja, du musst hier raus. Spring da weg. Irgendwie ist die Mission verschwunden. Und wer greift mich da an? Die Station. Okay. Die schießt da mit Raketen auf dich. Oh, ich komm da nicht weg hier jetzt. Moment, Haustüre. Ich muss mir das jetzt trotzdem nochmal angucken. Ich will sehen, wer jetzt hier auf mich schießt. Zumindest erstmal wieder ein Schiff da.
halbes zumindest. Da kann ich gar nicht mehr salvagen. Fehlt noch die Hälfte. Kisten sehe ich auch keine. Da kommt das ganze Schiff geladen hier. Ohne das ganze Schiff geladen. So, ich mach noch mal hier alles zu. Ich weiß nicht, was er auf mich geschossen hat. Schießt aber nicht mehr auf mich. Was passiert, wenn ich auf dasselbe Schiff schieße? Wenn ich es kaputt schieße, kann ich auch die Mission erfüllen, oder? Irgendwas hat ja tatsächlich ordentlich auf mich geballert. Den halben Flügel weggeschossen. Gar nichts mehr. Ich kann nicht mal mehr. Mein Schiff dreht sich von alleine her. Und ich kann nichts machen.
bist du noch da oder bist du komplett raus? Ja, ich hab mein Mikro hochgetan. Ich rede und rede und rede. Alles klar. Ne Mist, wo kommt die jetzt auf einmal her? Okay. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat bei mir die Taste F eingerastet. Ich weiß gar nicht, wie ich das hingekriegt habe. Naja, die Taste F ist eingerastet, so wie wenn du C die Geschwindigkeit einrastest. Und da konnte ich meinen Kopf im Cockpit hin und her drehen und der ist nicht mehr aus dem Cockpit raus. Echt? Und ich wundere mich, warum ich das Schiff nicht steuern kann, ne? Und da habe ich die irgendwie dann wieder geschafft rauszukriegen. Und seitdem kann ich es wieder steuern. Ich dachte, das ist, weil hinten der eine Flügel weggeschossen ist. Das ist mir noch nie passiert. Ich weiß nicht, wie ich es hingekriegt habe, keine Ahnung. Ich kann es auch nicht replizieren, ja. Ich probiere schon. Ja, dann bleibt nur noch, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Entweder du jagst dich in die Luft, lockst dich aus, oder habe ich noch eine dritte Möglichkeit, lässt dich abholen. Nein, ich hab's ja rausgekriegt. Jetzt kann ja wieder navigieren, jetzt ganz normal. Okay. Jetzt normal. Ne? Ganz normal ist der falsche Ausdruck, aber halbwegs normal. Hier ist auch noch ein zweites Schiff kaputt. So. Habe ich jetzt da dran am Traktor? Wir haben jetzt da. Wie es aussieht, liegt noch eine Kiste drin. Eine graue Kiste. Ja, es läuft nicht gut. Sehr schwierig gerade hier alles. Kisten bleiben auch nicht gescheit stehen. Läuft einfach nicht gut. Alles sehr langsam. MSA kennen, sei es 3. Nicht mehr. Ah ja. Gut. Ja, bitte.
was gibt's denn hier noch? Wahrscheinlich schon noch ein paar Raketen. Achso, hier fährt so noch eine dran. Gatlingen. Size 4, Gatling. Bin ich nicht alleine, sehe ich gerade. Das ist ein zweiter Spieler hier. Hast du was rausgesucht, was du nicht für dich alleine hast, ne? Doch, doch, aber nebendran wurde ein anderes Schiff gespawnt. Ach so. Kurz auf K. Das ist eigentlich blöd, hätte ich jetzt mal noch das. Die habe ich natürlich rausgetan. Ne? Durch. Das Absaugtool-Dings da ist auch so ein Gerät, was man eigentlich immer gegen später immer dabei haben sollte. Gerade, dass man mal seine Schiff mal ausbessern kann. Oder reparieren kann. Ja, wahrscheinlich habe ich es sogar mit, aber ich denke, ich kann mal gucken, ob da noch was drin ist. In der Hand. Savage. Aber ich habe das Ding nicht drin jetzt im Savagen, das nützt mir dann nichts, ne? Das ist so, so gräulich. Ja, ich weiß schon, aber. Aber oder mal? Ah ja. Ja, ich hätte was, was dabei. Nee, ich komme schon wieder zurück, ne? Ich habe das gerade überlegt, das bringt mir nichts. Ich habe zwar das Savage-Ding mit, aber. Diese Persistenz mal klappen würde, da könnte das ganze Zeug immer auf dem Schiff lassen, ne? Ich guck mal, dass ich hier aus dem Feld rauskomme, ein Stück.
Weißt du, warum du da nicht wegspringen kannst, Schatz? Ich komm da immer raus. Ich spring sofort weg. Mitten durch die Dings durch oder was? Ja, also Quantumsprung und weg. Zeigt mir rot an hier, geht nicht. Noch gar nicht. Bin davor auch einfach weggesprungen. Ah, ich weiß warum. Du bist wieder Richtung. Nein, nein, du springst wieder Richtung Sonne. Wird irgendwas. Du willst schon hinspringen. Nee, ich will doch nur hier die 6000 Kilometer Richtung Hörsten L3 springen. Das ist doch gleich um die Ecke. Ach so, okay. Warte mal. Das ist auf jeden Fall keine Sonne. Okay. Ich fliege jetzt erstmal hier das Stück aus dem Asteroidenfeld raus. Okay. Vielleicht wird er ja gleich blau. Das Asteroidenfeld ist ja auch wirklich dicht, also. Ja, mal gucken, ob ich noch nach Hause finde. Wir müssen dann sowieso gleich erstmal kurz Pause. Ich muss dann erstmal das Kind holen. Alles klar. Auf jeden Fall ein großes Asteroidenfeld. Ja. Da kommen immer wieder neue. Na, aber das kann ja nicht wahr sein, was wie lange du da rumgurkst. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist überhaupt da die Station? Ja. Hab ich okay. hab ich doch gesetzt, den Kurs. Warte mal. Das ist doch Wahnsinn. So lange brauche ich doch niemals. Aber es klart sich jetzt auf, ja. Viel Sprit brauche ich nicht, 0,06 Quantumfuel. Das ist nicht so viel.
Fleisch, weil ja die Gaswolke vor mir ist. Keine Ahnung, wer weiß, was die hier neu eingeführt haben. Na, normalerweise braucht man da nicht so lang. Irgendwas läuft da gerade nicht richtig bei dir. Ah, jetzt bin ich voll da, okay. Legen immer die Kiste um die Ohren. Expressstation. Ich stand noch sehr weit weg. Warte mal. Ja, genau. Da muss hin. Da liegt doch alles voll ringsrum. Mit irgendwelchen Gerümpel. Ja, Steine zum Abbauen. Zwar meistens ist, wenn man die letzten 20 Kilometer hinfliegen muss, aber kann die 60 oder 100. Jetzt bist du ja da. Jetzt sind wir ja da. Please contact ATC Toilette. Machen wir mal an, ja. Dass ich wenigstens hier mal andocken kann. Das Schiff reparieren kann. Nochmal 800 weg. So, ich bin zumindest schon mal wieder repariert, so wie es ausschaut. Schnell nach Hause. Will ich mal hier über die Station latschen. Ich glaube, auf der Station war ich auch noch nicht. Ja.
Ich habe hier ein paar Waffen, die leuchten, hä? Oh! Wieso ein paar Fackeln? Das sind sehr verstrahlt. Wow, ich krieg die Strahlenkrankheit. Pass mal auf, jetzt kriegst du die Kiste gleich wieder nicht raus, weil das Ding da drinnen hängt, weil die Waffen drinnen liegen. Hab ich denn das für uns verkauft? Bei uns. Ich flieg mal zu uns. Ich mach das mal nicht, ja, ich hab keinen Bock auf die Station gerade. Hat sich eh nicht verkauft, glaube ich. Auf der Station. Hm. Du musst zur Börse oder so. Ich weiß gar nicht, ob da ein Waffengeschäft gibt. Ja, was habe ich noch vergessen? Von hier nicht weg direkt nach Hürsten, wahrscheinlich wegen der Sonne. Ja, wahrscheinlich muss ich wieder außen rumfliegen, ja. Aber zu dir komme ich, ja, so wie es aussieht. Bisschen bei dir. Ja, das ist wirklich, du kommst hier nicht. Genau durch die Sonne durch, Hürsten 3. Ja, ne? Ja. Du musst außen rumspringen. Über Hürsten 5 oder Hürsten 4 und dann. Wenn man sich die Karte so anguckt, haben die Karte auch genauso verteilt, ne? Ja. So komisch. Setrude, na dann. Ich bring mal erstmal dahin. Bring mal erstmal einen Schluck Wasser. Naja, wer auch immer diese Folge hier guckt, ne, ihr seht, ich habe für diese 1000 Geld eine Kiste rausgezogen und diese drei Waffen. Ich guck mal, was da rauskommt. Ich werde in der nächsten Folge mal mich dazu äußern. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier die Aufnahme beenden und erstmal zurückspringen. Ich muss dann ohnehin gleich Schluss machen. Nun gut, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.